Bei dieser Aufgabe fehlt das Anfangskapital in einer Zinseszinsrechnung. Ja, wie berechnet man dies? Das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ja, schaust du noch mal an. Du kannst es auch zunächst vielleicht selber versuchen und dann mit meiner Lösung vergleichen. Ja, wie geht man hier vor? Man braucht also immer die Zinseszinsformel. Ich schreibe die noch mal auf. Kn ist gleich K 0 mal Q hoch n, wobei K0 das Anfangskapital ist, Kn ist das Kapital nach den Jahren dann halt, wobei n die Anzahl der Jahre ist, ja, also nach so und so vielen Jahren hat man dann also so und so viel Geld. Q ist der sogenannte Wachstumsfaktor oder Zinsfaktor und n, das ist die Anzahl der Jahre, wie gesagt. Ja, was haben wir hier alles gegeben? Eigentlich fast alles, außer die Angabe darüber, wie viel Geld wir am Anfang haben. Ja, nämlich die Frage ist ja hier, wie viel Geld muss man anlegen? Also wie viel brauche ich am Anfang? Und das Anfangskapital ist halt dieses K0. Das heißt, das K0 ist hier gesucht. Ich setze mal direkt die anderen Größen ein. Kn ist ja das Kapital am Ende. Und am Ende will ich ja 3.500 Euro erhalten. Das heißt, hier vorne steht 3.500. Ist gleich, ja, wie gesagt, K0 ist gesucht, das haben wir nicht. Mal Q, jetzt brauche ich den Wachstumsfaktor. Der Prozentsatz ist ja 2,25, dann ist der Wachstumsfaktor 1,0225. Ja, also P Prozent ist ja 2,25. Und dann ist dieses Q ist dann gleich 1,0 und jetzt kommt hier bei der Hundertstelstelle beim Wachstumsfaktor kommt die einer Stelle von den Prozenten 2 und dann den Rest halt abschreiben in der Reihenfolge 2,5. Also 1,0225 hoch Anzahl der Jahre. Das sind 18 Jahre, steht hier in der Aufgabe. So, das muss ich also jetzt berechnen. Dazu bringe ich jetzt dieses hier komplett rüber, dieses 1,0225 hoch 18. Ich könnte das jetzt auch an der Stelle ausrechnen, aber dann muss ich nachher sowieso mit dem Taschenrechnerwert weiterrechnen. Ich lasse das jetzt hier so stehen, teile durch 1,0225 hoch 18. Ja, was kriege ich dann? 3.500 geteilt durch 1,0225 hoch 18. Mache ich hier mit einem Bruchstrich 1,0225 hoch 18 und das ist gleich K0. Ja, das heißt, ich muss jetzt nur diesen Bruch ausrechnen und dann habe ich das Ergebnis, dann weiß ich, wie viel ich am Anfang anlegen muss. So, dann nehme ich mal den Taschenrechner dazu. K0 gleich und tippe das ein. 3.500 geteilt durch 1,0225 hoch 18 ist gleich 2.344,99 Euro. Ja, das ist das Ergebnis, das unterstreiche ich doppelt. Nicht vergessen, eine Antwort zu formulieren. Ja, die musst du dann hinschreiben meistens. Die Antwort wäre also, man muss 2.344 Euro und 92 Cent anlegen, wenn man am Ende 3.500 Euro bei 2,25 in 18 Jahren erhalten möchte. Ja, ich hoffe, es war nachvollziehbar für dich. Lass mir gerne ein Like da, abonniere meinen Kanal und schau dir meine anderen Videos an. Tschüss!